Ganz herzlichen Dank, Frau Gessler, auch an Sie für diese spannenden Eindrücke und den Blick auf die Ziele und Maßnahmen, aber auch die schönen Beispiele zu den Beteiligungsaktivitäten, die Sie haben. Da wir schon so ein bisschen über die Zeit hinaus sind, würde ich recht schnell weiterschreiten wollen und um den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Städten ein wenig auf den Grund zu gehen und uns der Frage zu nähern, was Berlin von Wien und Zürich vielleicht auch lernen kann, würde ich ganz gern jetzt in die Diskussion gehen und dazu noch einmal Dr. Julika Weiß sowie Klaus Mindrup und Julia Dahlhaus auf die Bühne bitten. Julia Dahlhaus ist Gesellschafterin von DMSW Architekten und vertritt seit 2019 als Vorsitzende des Bunds Deutscher Architektinnen und Architekten Berlin die Stimme der Architektur in der Hauptstadt. Klaus Mindrup kennt die Berliner Wohnungs- und Energiepolitik auf verschiedensten Ebenen, als langjähriger Bezirksverordneter in Berlin-Pankow, als Mitglied des Landesvorstands der SPD Berlin und zuletzt als Bundestagsabgeordneter für Berlin-Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg. Ganz herzlich willkommen an Sie beide und schön, dass Sie heute mit uns diskutieren. Bevor wir zu Ihnen beiden kommen, würde ich ganz gerne allerdings nochmal auf unsere beiden ImpulsgeberInnen zurückkommen und vielleicht die ja auch jetzt hier in der Runde am Bildschirm mit uns diskutieren. Vielleicht zunächst an Sie, Frau Gessler. Zürich hat ja mit einem guten Zehntel der Größe von Berlin und gleichzeitig auch in einem wesentlich höheren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wenn man sich das so anschaut, auch einer, wenn vielleicht weiter noch nicht ausreichenden, doch einer wesentlich höheren Sanierungsrate, als es jetzt auch in Berlin oder Wien der Fall ist, vielleicht bessere Voraussetzungen, um klimaneutral zu werden. Was macht die Transformation in Zürich schwierig? Also Sie haben ja viel von den Zielen gesprochen, auch ein bisschen Herausforderungen angesprochen, aber gerade auch, wenn Sie sich die Herausforderungen, wie sie in Berlin jetzt und wie Frau Weiß sie in Berlin angesprochen hat. Gibt es da Unterschiede und Ähnlichkeiten? Und auch, was sind vielleicht Erfolgsfaktoren für Sie im Prozess, um zu dieser breiten Verständigung zu kommen über Maßnahmen und Ziele, die Frau Weiß ja auch schon angesprochen hat, Frau Gessler? Also ich sehe sehr viele Parallelen zum Input von Frau Weiß, auch zu den Herausforderungen, wo es ähnlich ist, es fehlen die Handwerker etc. Wo ich aber das Schwierigste finde, wenn es jetzt auch ganz konkret um die Maßnahmen geht, also bei uns steht jetzt am 28. November eine Abstimmung über das Energiegesetz an vom Kanton Zürich. Und hier geht es einzig allein um den Heizungsersatz voranzutreiben, dass es nicht mehr möglich ist, fossile durch fossile Heizungen zu ersetzen. Und es droht das Gleiche zu passieren wie mit dem CO2-Gesetz im Sommer, das Sie mitbekommen haben, eine traurige Abstimmung, unser Bundesgesetz zum Klimaschutz, das bergab gegangen ist, weil einfach Ängste geschürt werden. Und aktuell werden wieder massive Ängste geschürt, dass die Mieten werden explodieren, wenn dieses Energiegesetz kommt. Und das macht es extrem schwierig, weil das Gesetz würde ja eigentlich gleiche Spielwiese für alle schaffen. Es hätten alle die gleichen Voraussetzungen. Und ohne dieses Gesetz ist es einfach viel aufwendiger. Also wir haben selber schon gesagt bei unseren Förderprogrammen, wir haben zwei Varianten entwickelt. Falls das Gesetz nicht kommt, müssen wir einfach noch mehr fördern. Und wir haben sogar überlegt, eine Installateurprämie zu vergeben an alle Installateure, die erneuerbare Heizungen installieren. Also einfach dieser Spagat zwischen zu einer Zielsetzung sagen die Leute schnell mal ja, aber wenn die konkrete Maßnahme kommt, werden Ängste geschürt. Und das Schwierige ist ja der Heizungsersatz allein, der würde nicht zu einem Mietzinsanstieg führen, auch nicht zu einer Leerkündigung. Das passiert nur, wenn dann Investoren sagen, ich mache gleichzeitig noch Küche, Bad, was auch immer,
bewusst eine teure Sanierung. Das ist halt das, was in Zürich oft passiert, dass auch viel Ersatzneubauten realisiert werden, einfach aus Renditegründen. Ja, herzlichen Dank auch nochmal für diesen Einblick und die Probleme auch gerade beim Mitnehmen der breiten Masse. Vielleicht nochmal zu Ihnen, Herr Niedermühlbichler, und auch zu den Herausforderungen in Wien. Wien gilt ja als großes Vorbild, gerade in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum und auch mieterfreundliche Strukturen. Gleichzeitig ist der Weg natürlich trotzdem gerade in Bezug auf Klimaneutralität noch weit und die Wohnkosten auf dem freien Markt sind in den letzten Jahren ja auch stark gestiegen. Sind sich Wien und Berlin vielleicht dann doch gar nicht so unähnlich, was die Aufgaben und Probleme angeht? Wie geht die Stadt damit um und reichen die bisherigen Pläne und Maßnahmen auch wirklich aus, um bei der Klimaneutralität auf Zielkurs zu kommen in Wien? Also Wien und Berlin sind sich durchaus ähnlich. Der Vorteil in Wien besteht darin, dass wir eine mehr als 100-jährige Tradition im sozialen Wohnbau haben. Wie schon vorher gesagt, wir haben 220.000 Gemeindewohnungen, die wir nicht verkauft haben, und wir haben 200.000 Wohnungen im geförderten Bereich. Und der Vorteil, den Wien dadurch hat, ist, dass wir hier natürlich direkt eingreifen können. Im kommunalen Wohnbau natürlich durch eigene Maßnahmen, aber im geförderten Wohnbau, vor allem im Neubau, ganz stark durch unsere Förderstruktur und unser Bauträgerwettbewerb, den es ja schon seit lange gibt. Wir haben voriges Jahr 25 Jahre Bauträgerwettbewerb gefeiert, beruht auf vier Säulen, nämlich die Ökonomie, die soziale Nachhaltigkeit, die Architektur und eben die Ökologie. Aber ich gebe Ihnen durchaus recht, viele kritisieren auch, dass es zu langsam geht, aber hier muss man immer natürlich auch ein Auge auf den leistbaren Wohnraum haben. Es wurde ja auch vorher schon angesprochen und gerade ich als Präsident der größten Mieterschutzorganisation muss natürlich sehr stark ein Auge drauf haben, dass Wohnen auch weiter leistbar bleibt. Wie Sie richtig gesagt haben, haben wir im privaten Bereich einen massiven Anstieg auch mittlerweile schon verzeichnen müssen, der natürlich auch einen Druck für die Mieterinnen und Mieter bewirkt. Und für uns als Stadt Wien war immer die Leistbarkeit des Wohnens oberste Priorität. Und die Klimaziele kommen hier natürlich sehr stark dazu. Also es ist hier wirklich ein starkes Ausbalancieren zwischen diesen zwei Bereichen. Und wo wir als Stadt Wien viel an innovative Kraft beweisen, aber natürlich auch dort und da schneller werden müssen und ja nur nicht nur der Bereich Wohnbau ein wichtiger ist. Ein Beispiel, wir haben ein größtes Stadtentwicklungsgebiet, Seestadt Aspern, wo in der Endausbaustufe 20.000 Wohnungen errichtet sein werden, derzeit 8.000 Wohnungen, uns dazu entschieden, vorher die U-Bahn hinzubauen. Das heißt, wir haben die U-Bahn in die grüne Wiese gebaut und erst als die U-Bahn dorthin gefahren ist, haben wir mit dem Bau der Seestadt begonnen. Damals haben uns viele gefragt, ob das nicht ein bisschen verrückt ist, eine hohe Infrastruktur im öffentlichen Verkehrsmittel auf eine grüne Wiese zu bauen. Mittlerweile weiß man, es war der richtige Weg, weil die Menschen, die dort wohnen, haben eben einen sehr guten, hochfrequenten Anschluss an das Stadtzentrum und verzichten eben dadurch mehr aufs Auto. Also diese gesamtheitliche Sicht ist für uns ganz wichtig und da wollen wir unseren Beitrag leisten. Ja, herzlichen Dank auch für nochmal dieses konkrete Beispiel und den Link zum ÖPNV. Frau Dahlhaus, der BDA spricht sich ja immer wieder explizit auch für klimagerechtes Bauen und Wohnen in der Stadt aus. Gleichzeitig betreiben Sie als Architektin, begleiten Sie ja auch selbst große Wohnbauprojekte in Berlin, wo Sie auch immer wieder diese verschiedenen Zielstellungen und Herausforderungen von nachhaltiger, inklusiver Stadtentwicklung, Klimaneutralität, Ressourcenverbrauch, Lebensqualität, bezahlbare Mieten und so weiter konkret zusammendenken müssen. Wie ist Ihr Blick auf die Herausforderungen in Berlin und wo gibt es vielleicht auch Dinge, die Sie neidisch machen, wenn Sie auf die Situation und die Pläne in Zürich und in Wien blicken? Ja, weites Feld. Erstmal ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
Mich macht einiges neidisch, aber das wissen die Wiener und die Zürcher auch, dass wir an vielen Stellen neidisch auf Wien gucken und auch auf Zürich. Ich würde jetzt mal eher sagen auf Wien, weil wir dem uns noch ein Stück weit näher fühlen, weil Zürich einfach tatsächlich aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten einfach den Vergleich müssen wir erstmal nicht antreten, so würde ich das mal formulieren. Wir hatten einfach als BDA vor kurzem auch ein Gespräch mit dem Wohnfonds Wien. Deswegen ist mir das jetzt gerade alles auch sehr präsent, weil wir in Berlin gerade in der Situation sind, dass wir erst vor gut 6 Jahren festgestellt haben, dass wir wieder Wohnraum brauchen. Also wir als Architekturbüro beschäftigen uns jetzt schon seit 15 Jahren mit Wohnbau, wurden aber häufig, und unsere Kollegen natürlich auch, die sich auch mit Wohnbau beschäftigen, eher belächelt für unsere Tätigkeit. Und der Hebel wurde ja dann 2014, 2015 umgelegt und plötzlich hieß es, wir müssen jetzt ganz wahnsinnig schnell, ganz wahnsinnig viel bauen. Und ich erzähle das deswegen, weil ich der Überzeugung bin, dass gerade diese Politisierung des Themas, also die Polarisierung auch des Themas, unser großes Problem darstellt, auch in Anbetracht der Herausforderungen, die sich uns da jetzt stellen. Und insofern gucke ich da einfach an der Stelle sehr neidvoll auf Zürich und Wien, weil ich der Überzeugung bin, dass wir in der Wohnungsbaupolitik Kontinuität brauchen. Also wir brauchen, ich glaube, eine Stadt kann dann guten sozialverträglichen Wohnungsbau machen und auch die ökologische Wende schaffen, wenn sie über längere Zeit eine Expertise entwickelt. Und wenn sie jede 4 bis 5 Jahre eine neue Sau durchs Dorf treibt, dann eben nicht. Dazu ist Wohnungsbau einfach viel zu langfristig zu denken und also Bauen ist einfach auch ein träger Dampfer. Wenn man den einmal in eine Richtung gebracht hat, ist es relativ schwer, den wieder in eine andere Richtung zu bringen. Also insofern ist unser ganz großes Plädoyer, dass die Stadt Berlin sich diese Expertise aneignet und viele Bereiche zusammenführt. Und das ist ja auch der Spaß, wenn man diese Bereiche zusammenführt. Ich fand jetzt zum Beispiel dieses Beispiel der Sanierung aus Wien besonders schön, weil wir als Architekten tatsächlich diese Dämmstoffoffensive an Bestandsgebäuden häufig sehr kritisch sehen. Die führen einfach zu sehr schwierigen Ergebnissen, auch bauphysikalisch schwierigen Ergebnissen, Einbindung graue Energie. Also da müsste man jetzt noch mal ein ganz neues Panel aufmachen, auch wenn ich den Bedarf sehe. Aber diese ganzheitliche Betrachtung, also zu sagen, wir sanieren ein Gebäude, wir machen es zum Passivhaus, die kriegen aber auch neue Balkone und wir gucken uns auch den Hof an und so weiter und so fort, das ist etwas, wo man einfach alle zusammenfügen muss und das ist ja auch der Spaß daran. Also man kann das mit Freude betrachten, das bedeutet aber auch, dass man nicht gegeneinander arbeiten darf. So. Und dafür braucht es einfach fundierte Expertise an städtischer Seite. Das kann man nicht auslagern. Ja, vielen Dank. Herr Hemmendrup, Sie kennen die städtischen Strukturen in Berlin ja durchaus auch gut und sind schon lange in dem im Wohnungs- und Energiepolitikbereich unterwegs. Was sehen Sie hier für Anknüpfungspunkte? Sie argumentieren ja auch schon, also Sie setzen sich ja durchaus auch schon länger dafür ein, aus anderen Städten Perspektiven zu übernehmen. Wie kriegen wir das nach Berlin wirklich hingezogen und umgesetzt? Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Noch eine kleine Zwischenbemerkung. Ich habe kein Mandat mehr. Also ich spreche hier nicht für die Berliner SPD. Die Berliner SPD hat mir einen anständigen Listenplatz für die deutsche Bundestagswahl verweigert. Ich sitze hier als Privatperson, allerdings natürlich mit der langjährigen Expertise, 18 Jahre Aufsichtsrat einer Graswurzelgenossenschaft. Interessant zu dem, was wir hier lernen können. Also das Erste ist, sowohl Zürich als auch Wien kooperiert mit Genossenschaften. Und wenn Sie sich angucken, wer eigentlich in Berlin Vorreiter ist für sozial gerechtes und klimafreundliches Bauen, dann sind es die Genossenschaften. Und wenn wir uns dann angucken, wie Berlin mit den Genossenschaften umgegangen ist, außer das Erwerbsprogramm, dann ist das also keine gute
Schulnote. Ich muss mich da sehr zurückhalten. Und wenn wir das vergleichen mit München und Hamburg, dann ist das Sätzen 6. Jetzt sage ich doch die Schulnote. Also die Frage, wie geht man miteinander um? Und wenn man sich die Quartiere anguckt, die die Genossenschaften gemacht haben, einfach weil es das Nutzer-Investor-Dilemma dort nicht gibt. Ich habe gesagt, 18 Jahre Aufsichtsrat. Wir haben immer daran gedacht, dass unsere Mitglieder natürlich sozial- und klimafreundlich wohnen wollen. Also haben wir uns die Gesamtkosten angeguckt und auch Strom berücksichtigt. Das kann man sehen. Das macht Wien und Zürich auch so. Interessant dann der Ansatz, in Zürich ganzheitlich zu denken, nämlich im Grunde um den ökologischen Rucksack mit zu betrachten. Das ist der einzige richtige Ansatz, um beim Klimaschutz voranzukommen, weil er dem Verursacherprinzip entspricht. Wenn wir nach dem Quellprinzip arbeiten und nur angucken, welche Emissionen bei uns entstehen, kommen wir zu völlig falschen Schlussfolgerungen. Deswegen herzlichen Glückwunsch nach Zürich, das machen Sie hundertprozentig richtig. Dann auch wiederum die Parallelität zu Wien und Zürich. Sie haben starke kommunale Strukturen. Also keine Privatisierung. Wenn man mit den Stadtwerken Wien sich unterhält, wirklich top geführtes Unternehmen in kommunaler Hand in Zürich, die Stadtwerke, wenn ich sie richtig sehe, habe ich mir Projekte nur außerhalb von Zürich angeguckt, Nahwärmeprojekte auch gut organisiert, also eine starke kommunale Struktur ergänzend sozusagen zu den Genossenschaften. Und dann tatsächlich, um zu Wien zu sagen, also wenn Wien sagt, sie haben 200.000 Wohnungen in der Wiener Wohnen als eine Gesellschaft, das ist ungefähr die Zahl, die wir in Berlin privatisiert haben. Wenn wir die nicht privatisiert hätten, dann würden wir ganz woanders stehen. Ich war mal eingeladen als abschreckendes Beispiel, glaube ich, vor 8 oder 9 Jahren im Wahlkampf in Wien, um mal zu erläutern, was Privatisierung auslöst. Aber es gibt noch einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Diese Privatisierung, die es bei uns gegeben hat, war Folge der Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts. 1988 hat man das abgeschafft mit Wirkung zum 01.01.1990. Das heißt, wir haben außer bei den steuerbefreiten Vermietungsgenossenschaften, das ist ein Relikt, keine Gemeinnützigkeit mehr in der Wohnungswirtschaft. Kannst keine Zeitreise machen, das wieder herzustellen, ist extrem schwierig. Wir wollen jetzt sowas wie Neueinstieg machen, aber der wesentliche Punkt ist dort die langfristige Orientierung. Die langfristige Orientierung, und das sieht man an Wien, dass man auch, um es sozial und klimapolitisch richtig zu machen, muss man langfristig denken und braucht dazu die entsprechenden Strukturen. Also insofern kann man von den Städten nur lernen, und vielleicht kann man auch noch eins lernen in Wien, dass man ins Gelingen verliebt ist. In Berlin ist das oft so, es gibt so ein Verantwortungsbingo zwischen dem Senat und den Bezirken. Und dabei setzt man voraus, dass man scheitert. Und wir können uns Scheitern nicht mehr leisten. Das ist vorbei. Ja, herzlichen Dank für dieses Plädoyer auch nochmal zu den Wohnbaugenossenschaften, zur Langfristigkeit und zur Berliner Verwaltungsreform, sagen wir mal. Gleichzeitig hat Frau Weiß ja auch schon klar gemacht, wir müssen kurzfristig und schnell auch ins Handeln und ins Tun kommen. Was lässt sich denn aus deiner Perspektive jetzt mitnehmen für Berlin? Können wir die Fernwärme noch ambitionierter ausbauen wie in Zürich, und kriegen wir diese Besitz- und Förderstrukturen in Berlin vielleicht auch ganz schnell so umgebaut wie in Wien? Wie siehst du das? Also es gibt natürlich Bereiche, wo wir Schwierigkeiten haben, das zu kopieren oder zu übernehmen, was woanders ist, sowohl technologisch als auch von den Ressourcen her, als auch natürlich von den Rahmenbedingungen so. Also diese Unterschiede im Wohnungsbestand sind natürlich ganz zentral, sind für Berlin ganz klar ein Hemmnis. Ansonsten habe ich auch zum Teil neidisch geguckt auf das, was präsentiert wurde. Ich habe die Wahrnehmung, dass in Zürich und Wien zum Teil mehr durch die Städte geregelt werden darf. Berlin hat durchaus ja ein Problem, wie ich vorhin auch schon auch sagte, dass in Deutschland auch einiges eben durch den Bund geregelt ist, was dann eben nicht auf Landesebene geregelt werden kann. Und dann gibt es natürlich diese Zergliederung in Bezirke und Land auch ganz klar, die da irgendwie durchaus ein Hemmnis ist, wo eben die Frage ist, wer ist der Akteur, wer zieht das durch, wer handelt da. Also da hatte ich das Gefühl, sowas wie Sanierungsverordnung oder so haben wir zumindest in Berlin nicht, können wir hier in Berlin nicht regeln, sondern das ist dann wieder Bundessache. Das andere ist, Berlin lernt schon von den Städten. Also wir haben in der Wärmestrategie ist schon die Wärmeplanung von Zürich durchaus als positives Beispiel, von dem man lernen kann, eingebaut worden. Das heißt, ich glaube, es gibt schon Beispiele, wo Berlin und die Städte Zürich und Wien im Austausch sind, wo auch die Senatsverwaltung und auch die öffentlichen Einrichtungen sind ja durchaus im Austausch. Es ist ja nicht so, dass die Kontakte nicht bestehen. Es gibt darüber hinaus natürlich auch Aspekte, wo ich dachte, ja, in Zürich, das alleine schon das Plakat zum Ende zu den CO2-Einsparungen von Zürich und zum Teil auch die ganz klaren Bekenntnisse jetzt bei beiden Präsentationen zu der Abkehr von Gas.
Das ist was, was ich in Berlin so noch nicht gehört habe, wo wir, glaube ich, noch nicht so weit sind, dass sich öffentliche Mandatsträger hinstellen und sagen, ja, wir müssen das Gas ausschleichen, das wird ist irgendwie bald zu Ende mit dem Gas. Da höre ich wenig in die Richtung. Da ebenso die Ressourceneffizienz tatsächlich fand ich in beiden Städten sehr stark mit einbezogen. Ich finde auch in Zürich sehr spannend, dass die indirekten Emissionen so direkt in der Zielebene dabei sind. Wir kämpfen ja auch in Berlin immer schon um die Frage Verursacherbilanz oder Quellbilanz. Es ist in Deutschland sehr üblich, tatsächlich irgendwie Klimabilanzen über Quellbilanzen zu machen, was aber nicht so sinnvoll ist. Es werden dann eben auch die Verursacherbilanzen angeguckt, aber auch die haben eben noch gar nicht diesen ökologischen Rucksack mit dabei. Also die Vorketten sind auch in der klassischen Verursacherbilanz nicht drin. Und im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm oder auch in der Machbarkeitsstudie werden diese Felder durchaus aufgegriffen, aber eben sehr indirekt und ohne Ziele. Da gibt es dann eben auch Maßnahmen, die einen klimafreundlichen Konsum fördern sollen, aber eben ohne, dass das wirklich irgendwie priorisiert wird und ohne, dass da Ziele mitverfolgt werden. Also das finde ich, was wir für Berlin tatsächlich auch übernehmen und lernen können, dass wir das nochmal stärker in den Fokus auch rücken. Ja, vielen Dank. Herr Mindrup, Sie wollten reagieren? Ja, ich wollte noch mal zu der Frage Gas sagen. Jetzt reden wir bei Gas über Moleküle. Wir reden jetzt, denke ich, über Erdgas, also über fossiles Erdgas. Und da ist der Rechtsrahmen klar. Das Klimaschutzgesetz sagt 2040 kein Einsatz von Erdgas mehr in der Verstromung. Das ist in 19 Jahren. Und ab 2045 auch kein Einsatz mehr in den Gebäuden. Das ist eindeutig sozusagen die Gesetzeslage in Deutschland. Da muss dann Berlin auch drüber nachdenken und muss sich natürlich dann überlegen, welche Strategien man fährt. Und es ist vollkommen klar, dass wir eine erhebliche Erweiterung des Stromverbrauchs bekommen werden, logischerweise über die Wärmepumpen, damit aber einen sinkenden Endenergiebedarf. Aber es ist auch klar, dass wir kein System haben werden, was komplett nur auf Elektronen basiert. Das heißt, wir werden auch Moleküle brauchen. Das wird Wasserstoff und Biogas sein, aber anders eingesetzt, als das bisher der Fall ist. Und da steht dann die spannende Frage, werden wir unsere Backup-Kraftwerke, 60 Gigawatt, sagt ungefähr der Wasserstoffrat, quasi dezentral auf die grüne Wiese stellen oder packen wir sie in die Städte und nutzen sie dann in der Abwärme, um dann im Grunde genommen damit, weiß der Kuckuck, wie bei 500 bis 1000 Vollbenutzungsstunden die Anlagen laufen zu lassen. Und das ist aus meiner Sicht viel kostengünstiger und dann kriegt man das auch hin. Aber das ist im Augenblick die Gesetzeslage. Da muss dann Berlin sich auch anpassen. Und meine Einschätzung, nachdem ich das ja lange verantwortet habe im Bund, ist, es wird schneller gehen müssen und es wird auch schneller passieren. Also die Richtung ist klar und ich sehe, dass auch in der Wohnungswirtschaft auch einige große private Akteure wissen, dass die CO2-Bepreisung nicht mehr auf Dauer von den Mietern bezahlt wird, wie in diesem Jahr. Das haben wir ja in der letzten Koalition nicht hingekriegt. Das wird sich innerhalb von kürzester Zeit ändern. Und dann sind die Unternehmen dran zu bezahlen und die werden massiv investieren in CO2-freie Alternativen und die sind relativ klar strukturiert und sind hier auch richtig benannt worden. Ich würde vielleicht noch ein bisschen stärker nicht nur den Transmissionswärmeverlust, sondern auch den Lüftungswärmeverlust betrachten. Da gibt es in Wien auch fantastische Modelle, aber von der Grundrichtung her ist das eigentlich entschieden. Und dementsprechend müssten dann auch Deutschland reagieren. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieses Klimaschutzgesetz noch nicht so allgemein zur Kenntnis genommen worden ist, was das eigentlich bedeutet. Ja, also ich sehe das Problem auch eher darin, dass eben wir gerade mühsam damit kämpfen, dass in der Praxis die Ölheizungen vielleicht durch die Gasheizung ersetzt werden und sich eigentlich niemand hinstellt und sagt, schon heute darf die Gasheizung im Grunde nicht mehr eingebaut werden. Also die Ziele sind da, aber die Maßnahmen und die Umsetzung sehe ich noch nicht. Darf ich mich dazu auch vielleicht kurz melden? Es ist ja vieles Richtiges gesagt worden. Wir haben natürlich auch eine Diskussion, die besagt, dass der ökologische Fußabdruck in den Städten ohnehin deutlich besser ist als im ländlichen Bereich, was natürlich stimmt. Allerdings ist es in den Ballungsräumen natürlich auch möglicher, einfacher und schneller zu agieren. Die gesamtheitliche Situation habe ich ja schon angesprochen und hier haben wir Wien und Berlin durchaus was gemeinsam, nämlich den wirklich gut strukturierten öffentlichen Verkehr mit U-Bahnen, mit auch entsprechenden Straßenbahnen, sodass hier viele Wege auch nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln klimaschonend zurückgelegt werden können. Wir bemühen uns in der Stadt Wien auch, den Fahrradverkehr stark zu mobilisieren, um hier auch den Umstieg von der individuellen Verkehrssituation vom Auto zu Fahrrad zu fördern. Beim Bauen, und das wurde auch schon gesagt, ist das Ganze natürlich etwas längerfristig zu betrachten. Und wir haben in Wien natürlich die Situation, dass wir durch den Nichtverkauf unserer kommunalen Wohnungen hier eine deutlich bessere
Ausgangssituation haben und durch dieses Selbstverständnis mit der Zusammenarbeit des geförderten Wohnbereichs schon seit langer, langer Zeit auch hier direkt eingreifen können und das auch tun. Wir haben aber auch, nachdem wir ja auch gesehen haben, dass im privaten Bereich die Mietpreise auch massiv steigen, uns dazu entschieden, vor einigen Jahren eine Flächenwidmungsänderung durchzuführen. Und die Flächenwidmung geförderter Wohnbau bedeutet, dass bei allen Grundstücken, die größer als 5000 Quadratmeter sind, muss 2/3 geförderter Wohnraum errichtet werden. 2/3 geförderter Wohnraum muss errichtet werden. Das ist mittlerweile bereits 8-mal auch so angenommen worden, aber das dauert natürlich, bis diese Wohnungen errichtet werden. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit, in den Grundverkauf und in den Grund einzugreifen, was wir als Kommune auch tun. Und das sind dann diese ganzen Mosaiksteine, die dazu führen, dass man hier auch natürlich besser eingreifen kann. Und das wurde schon gesagt, auch bei uns in Wien ist der geförderte Wohnbau der innovative Bereich, nicht der private. Der private Wohnbau errichtet Wohnungen, um sie möglichst mit hoher Rendite zu vermieten. Das heißt, er wird natürlich auch bei den Errichtungskosten schauen, dass er nicht zu viele Kostentreiber dabei hat. Dem ist es auch relativ gleichgültig, ob der Mieter höhere Energiekosten zu tragen hat oder nicht. Aber im geförderten Wohnbereich schauen wir natürlich massiv darauf und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das wirkt sich eben mittel- und langfristig aus. Ich habe ja vorher berichtet über die erste große Passivwohnhaussiedlung, die jetzt schon in Betrieb ist seit langer Zeit und ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber hat natürlich schon massiv CO2-Einsparungen auch für die Stadt Wien bedeutet. Ja, vielen Dank. Frau Gessler, Sie hatten kurz gezuckt. Wie sieht das bei wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben ja auch eine Zielstellung, meine ich, die den genossenschaftlichen Wohnbau, den städtischen Wohnbau hochzufahren. Noch ist das, meine ich, ein bisschen geringer. Spielt das bei Ihnen eine Rolle in der Diskussion? Es ist natürlich ganz ähnlich jetzt wie in Wien, dass man dort den großen Hebel hat bei den Siedlungen, die die Stadt selber besitzt und vorbildlich realisieren kann oder auch bei den Genossenschaften, wo wir auch in engem Austausch stehen bei der Stadtverwaltung. Und das ist eigentlich ein Ziel, das wir seit 2011 auch in der Gemeindeordnung haben, dass man gerne bei einem Drittel Wohnungen, die der Gemeinde selber gehören oder Genossenschaften gehören, landen würde. Man ist aktuell bei etwa einem Viertel. Und die Schwierigkeit in den letzten Jahren war, man hat zwar sehr viel selber gebaut und auch die Genossenschaften haben gebaut, aber die Privaten haben einfach noch mehr gebaut, mit dem Effekt, dass wir jetzt zwar mehr Wohnungen haben in Zürich, aber der Anteil nicht gestiegen ist jetzt in den letzten Jahren. Aber es ist ganz klar, das ist wie der Hebel, wo wir natürlich einerseits über die Kostenmiete die Mieten auf einem zahlbaren Niveau halten können und wo wir eben auch die Projekte realisieren können, die dann Leuchtturmprojekte sind, was erneuerbare Energien angeht in der Versorgung, aber auch Photovoltaik auf dem Dach etc. und die ganzen weiteren Elemente von Shared Mobilität etc. Also ich denke, das ist wie der Hebel, der unbestritten die besten Möglichkeiten gibt, das Klimaschutzziel umzusetzen. Und ich mache mir mehr Sorgen um die anderen 2/3. Was machen wir mit den restlichen 2/3? Wie gelangen wir an diese und bringen auch diese besser auf den Kurs? Also der gemeinnützige Bereich als Vorreiter, aber eben den Rest muss man auch mitnehmen. Aber Frau Dahlhoff, Sie hatten auch den Finger noch kurz gereckt. Ja, ich wollte noch mal auf das Thema der Verkehrswende zurückkommen. Und die Frage des Mobilitätskonzeptes einer Stadt. Deswegen fand ich den Bericht sozusagen von Aspern gut. Auch da wieder ein sehr gutes Beispiel für die Frage, wie man neue Quartiere entwickelt. Eigentlich sollte der Grundsatz gelten, erst Bahn, dann bauen. So, das ist ein ganz alter Grundsatz. Und das ist ein Grundsatz, der verbindet sozial und ökologisch.
Wir in Berlin bauen gerade 100 bis Tausende von Wohnungen, die nur durch Busse angebunden sind. Und das sind Wohnungen, die eben durch städtische Wohnungsbaugesellschaften errichtet werden, alleinig. Da gibt es keine Mischung, da sind keine Genossenschaften und auch keine privaten. Vor dem Hintergrund, dass wir eben so einen hohen Bedarf haben an diesen, in dieser Wohnform, an diesen geförderten Wohnungen. Das kann man einerseits verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal langfristiger denkt, kann man sich eben schon die Frage stellen, ob dort nicht eine Ghettoisierung passieren wird. Wenn dann diese Standorte auch nur durch zwei Buslinien angebunden sind und nicht an die Bahn angebunden sind, dann ist die Sorge noch größer. Und insofern würde ich, also ich stelle einfach die Frage, warum versucht man neue Quartiere zu erschließen, weiß noch nicht, wie man die erschließen kann, sieht sie aber als Wohnbaupotenzial, während man zum Beispiel Kleingärten an S-Bahn-Stationen schützt, so politisch schützt. Also andersrum die Frage, sollte man nicht gucken, wo an S-Bahn-Stationen Potenziale sind und eine Umstrukturierung der Flächen vorsehen. Also ich glaube, diese Prämisse, dass es einen Anschluss an die Bahn geben muss, ist unglaublich wichtig, um eben diese Verkehrswende hinzubekommen. Und das Thema der sozialen Durchmischung eben durch verschiedene Player, die am Wohnungsbau, also Genossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften, halte ich auch für so einen ganz wesentlichen Punkt, den wir viel stärker jetzt in Zukunft verfolgen sollten in Berlin. Ja, vielen Dank. Auch nochmal so ein bisschen das Stichwort Bodenpolitik sicherlich auch. Ne? Welche Flächen nutzen wir für was und welche Konflikte gehen wir da rein? Ja, wenn ich das noch ergänzen kann. Also ich glaube, man muss einfach in ökologischer Hinsicht muss man es einfach noch ganzheitlicher denken. Also wenn ich eine Straße habe, die schon irgendwo hinführt und ein Gebiet schon erschlossen ist, dann muss ich an dieser Stelle noch viel stärker über Nachverdichtung nachdenken, als wir es heute tun. Und dann muss man eben auch diese Not-in-my-backyard-Haltung verlassen oder versuchen, sie zu überwinden. Und das ist uns in den letzten Jahren noch nicht ausreichend gelungen. Ja, vielen Dank. Also auch nochmal ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ich würde jetzt ganz gern Ihnen im Publikum auch nochmal die Gelegenheit zu geben, in die Diskussion einzusteigen. Die Zeit ist ja schon stark vorangeschritten, aber wir haben, denke ich, noch ein wenig Zeit hier noch in Medias Res zu gehen. Es gibt Mikrofone, die von den KollegInnen Ihnen gereicht werden können. Haben Sie Fragen, Kommentare in die Runde? Hier vorne gibt es direkt eine Meldung, dort hinten auch. Vielleicht fangen wir mal da hinten an. Ich habe sie im Blick. Schönen guten Tag, Efraim Gothe, Stadtrat für Stadtentwicklung im Bezirk Mitte. Und ich habe zwei Fragen an die beiden Kollegen aus Zürich und aus Wien. Die eine ist nochmal die Frage des Controlling, ob man sich den gewünschten Zielen in der notwendigen Geschwindigkeit nähert. Also Politiker sind ja gerne bereit zu sagen, wir müssen jetzt Weichen stellen. Aber mit welcher Geschwindigkeit man dann eigentlich weiterfahren muss bis 2035 oder 2045, das ist ja auch nochmal eine Wissenschaft. Wie controlt man das eigentlich? Gibt es da Vorbilder aus Wien und Zürich? Und die zweite Frage, die ist eine Frage an die Verwaltungen, die das mitbewegen sollen. Ich kann feststellen, dass in den Berliner Verwaltungen zum Beispiel dieses Wissen über das, was in den neuen Gesetzen drinsteht, nicht besonders verbreitet ist. Wir haben seit Sommer ein sehr innovatives Solargesetz, das vorschreibt, dass bei Neubauten immer eine Photovoltaikanlage mit aufs Dach muss. Interessanterweise wird das auch gemacht. Das ist jetzt seitens der Bauherren, die dann Häuser bauen, gar nicht das Thema. Aber in meiner Stadtplanung zum Beispiel oder in der Bauaufsicht ist die Kenntnis darüber gar nicht besonders verbreitet. Also wie nimmt man eigentlich die eigene Verwaltung in diese Prozesse mit? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde die Frage vielleicht mal direkt zurückspielen. Möchten Sie anfangen, Frau Gessler? Ja. Ja, ich kann gerne zum Monitoring etwas sagen, weil das ist die Frage, die uns jetzt aktuell gerade beschäftigt. Hier, das ist wie ein eigenes Projekt, das wir jetzt aufbauen, weil wir hatten ein Monitoring für die 2000-Watt-Gesellschaft
Ziele, wie wir sie jetzt in der Gemeindeordnung seit 10 Jahren haben. Und das müssen wir jetzt natürlich ausbauen. Und im Bereich der direkten Emissionen ist das nicht so eine Hexerei, aber im Bereich der indirekten Emissionen, da gibt es dann einige Knackpunkte, die wir klären müssen. Und auch so der Fokus Stadtverwaltung, wenn wir davon sprechen, was messen wir eigentlich bei der Stadtverwaltung? Haben wir ja als Stadtverwaltung Unternehmen, die auch Einfluss haben außerhalb dem Gebiet der Stadt Zürich. Und das sind jetzt so die Fragen, die sich stellen, was nehmen wir mit in dem Monitoring und wie setzen wir das zusammen. Aber das ist ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, dass wir Ende nächsten Jahres dann wie mal eine Startbilanz auch haben für das neue Ziel. Ja, da darf ich vielleicht anschließen noch. Wir haben in der Smart City Strategie für Wien natürlich einen Smart City Monitoring mit eingebaut. Es gibt regelmäßig Zwischenberichte. Sie können das auch auf der Stadt Wien Homepage ablesen und abfragen. Der Monitoring-Bericht aus 2017 ist auch schon online und wird ständig begleitet. Also das ist natürlich ganz wichtig, dass wir die Maßnahmen, die wir setzen, dann auch überprüfen auf die Wirksamkeit. Und das hat ja sonst keinen Sinn. Man weiß schon, in der Politik verkauft man gerne und schaut auch gerne, was in der Zukunft passiert. Wichtig ist, was in der Gegenwart passiert, beziehungsweise in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist eben in diesem Smart City Monitoring recht gut abzulesen. Ja, vielen Dank. Vielleicht dann noch zu diesem Punkt von wie man in der Verwaltung auch die Fäden zusammenführt. Herr Mindrup, haben Sie da einen Blick zu, als zumindest Kenner der Berliner Verwaltung, auch wenn Sie als Privatperson hier sitzen? Ich glaube, die Herausforderung ist noch gar nicht so richtig angekommen. Und zwar, wenn wir das jetzt mal vom Bund herleiten, weil das Bundesklimaschutzgesetz sagt, dass jedes Jahr Budgets vorgeschrieben sind und die werden jedes Jahr überprüft. Und sie werden in den Sektoren überprüft und man kann aber auch jenseits der Sektoren ausgleichen. Und das führt dazu, und sie werden unabhängig überprüft, wir haben ja diese unabhängige Expertenkommission eingerichtet, dass jetzt Jahr für Jahr in Deutschland überprüft wird, ob die Ziele gelten. Und wir hätten natürlich gerne, aber das wäre dann mitbestimmungspflichtig im Bundesrat gewesen, diese Zielerreichung runtergebrochen auf die Bundesländer. Wir hätten auch gerne die Ausbauziele für die Erneuerbaren runtergebrochen auf die Bundesländer und dieses Prinzip der Europäischen Union, der Lastenteilungsverordnung, wo das ja auch passiert, von der EU rein auf die Mitgliedstaaten, auch in Deutschland im föderalen Staat untergebracht. Also es wird dieses System von der Bundesseite, wird die Daumenschraube so dermaßen hart kommen, auch für die Stadt Berlin, dass das hier noch völlig unterschätzt wird. Und spätestens ab 2027, ich kann mir vorstellen, dass das noch vorgezogen wird, wirkt ja auch dann der CO2-Deckel bei den Emissionen auf Erdgas, Erdöl und feste Brennstoffe, weil dann darf ja nur noch so viel in Verkehr gebracht werden, dass unser Klimaschutzziel erreicht wird. Das heißt, dann gehen die Preise durch die Decke. Vollkommen klar. Man hat jetzt einen Zeitrahmen von 5 Jahren, maximal, auch für die Stadt Berlin, wo man sich darauf einrichten muss, dass alles, was quasi fossil ist, extrem teuer werden wird. Wir werden eine ähnliche Entwicklung sehen, wie wir es jetzt schon im europäischen Emissionshandel sehen, werden wir dann auch im nationalen Brennstoffemissionshandel sehen. Wie gesagt, ich schätze, das könnte jetzt auch noch vorgezogen werden, ohne da jetzt sozusagen aus den Details der Koalitionsverhandlungen zu plaudern. Und man muss diese Zeit nutzen und die muss auch Berlin nutzen. Und ich glaube, es ist noch nicht richtig angekommen, was das auch für die Stadt bedeutet, dann auch an Ausgaben für die Verwaltung. Und da gibt es nur eine Tendenz: Einsparen und Erneuerbare nutzen, weil das ist das Einzige, wo man nicht für zahlt. Und möglichst noch die Fördermittel des Bundes nutzen, wo Berlin sich auch nicht besonders intelligent anstellt, weil die Kommunen sind ja keine eigenständigen Kommunen, die Bezirke sind keine eigenständigen Kommunen, können damit die Bundesfördermittel für Kommunen nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, da ist so eine große Umleitung von Bundesfördermitteln um Berlin drumherum gebaut worden, nicht besonders intelligent. Also da ist noch eine Masse in der Praxis zu tun und die Zeit läuft und die Wahlperiode endet ja 2026, also genau dann, wenn die CO2-Bepreisung voraussichtlich umgestellt wird auf das mengenbasierte Verfahren. Also da ist eine Masse zu tun und da gibt es dann auch keine Ausreden mehr, dass es nicht funktioniert hat. Ja, vielen Dank. Ich würde hier noch die Fragen, die im Raum waren, noch aufgreifen wollen. Sie waren auch ganz zuerst vielleicht, also einmal hier vorne. Wir können vielleicht 2, 3 sammeln. Einmal hier ganz vorne, sie war ganz zuerst. Thank you.
paar Sekunden haben wir. Danke. Carla Schulte-Fischnick, Vernetzerin für eine enkeltaugliche Zukunft. Ich hätte diverse Fragen. Einmal aus einer privaten Betroffenheit als WEG-Mitglied muss ich immer wieder feststellen, dass zum Beispiel Energieberaterinnen, die in den Listen stehen und die man braucht, um Förderungen zu bekommen, häufig anscheinend noch Richtung Gasheizung beraten und man nicht im Vorfeld wissen kann, wer das überhaupt nicht tut. Genau die gleiche Erfahrung bei Schornsteinfegern, Heizungsinstallateuren und so weiter. Wie kommen wir schnell dahin, dass es dort andere Vorgaben gibt, sprich, dass die in eine andere Richtung beraten müssen, weil es gibt sonst ein Lock-in für die nächsten 20 Jahre bei den Heizungen? Das ist die erste Frage. Die zweite wäre, wie sehen Sie das, die Chancen oder Potenziale durch eine Veränderung von Grundsteuer hin zur Bodensteuer? Das dritte, nochmal vielleicht als Fakt, weil das viele nicht auf dem Schirm haben, Methan ist 87 Mal so klimaschädlich wie CO2 auf 20 Jahre gerechnet. Das hat sich anscheinend auch nicht durchgesprochen. Und ich glaube, wenn man das mal hochrechnet bei einer CO2-Bepreisung, die wirklich den Schaden wiedergeben würde, dann wäre Gas sofort weg. Aber leider haben das viele noch nicht auf dem Schirm. Und wie kommen wir hin, es ging um Fachkräfte, dass die Lehrpläne entsprechend auch schnell angepasst werden. Ich weiß, das passiert nur alle 7 bis 8 Jahre. Und die Ausbilder, mit einem, mit dem ich gesprochen sagte dann, es braucht erstmal standardisierte Geräte, damit das überhaupt Sinn macht. Wie kommen wir da schnell hin, diese komplexe Situation einzufangen? Danke. Ja, vielen Dank. Vielleicht direkt hier die Dame hier vorne im weißen Pullover war auch früh gemeldet und dann vielleicht die weiteren. 1, 2 können wir noch nehmen. Hallo, vielen Dank. Jane Ehlers von Akzente. Ich würde auch gerne nochmal auf den Punkt private und institutionelle Eigentümer, Investoren kommen. Ich glaube, Sie hatten das gesagt, Frau Gessler, dass es eben die große Frage ist, wie man hier an diese Akteure herankommt. Und ich denke, ein großer Hebel wird sicherlich auch die Entwicklung auf dem Finanzmarkt sein. Das ganze Thema Sustainable Finance. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es einen großen Beratungsbedarf gibt, was es für Fördermöglichkeiten gibt, was es überhaupt auch für Gesetzgebung gibt, die da am Horizont steht. Und vielleicht, Sie haben ja auch einige Dialogformate jetzt schon angesprochen, gibt es da auch schon Ansätze aus Zürich oder auch aus Wien, wie hier auch ein Dialogformat gestaltet werden kann, um eben gemeinsam zur Lösung zu kommen. Vielen Dank. Vielleicht noch eine, genau, Sie hatten sich auch schon länger gemeldet. Nehmen wir noch die Dame. Genau, die Dame, die gerade aufgestanden ist. Guten Tag, ich bin Bengis Welsbeck und ich arbeite bei der Berliner Immobilienmanagement und ich schreibe meine Masterarbeit über klimaneutrale Gebäude. Und ich habe eine Frage wegen der Nutzer in den Gebäuden und ich denke, die haben sehr großes Potenzial auch bei den Einsparmaßnahmen. Und wie können wir eigentlich die Nutzer mehr engagieren? Also das ist jetzt bis in meiner Arbeit, ich habe gesehen in meiner Recherche, das ist ein bisschen schwer zum Beispiel, also bei den Schulleitungen, das war sehr einfach, mit denen zu kommunizieren, aber bei den Senatsverwaltungen oder bei den anderen Verwaltungsarten war ein bisschen mehr schwieriger. Und deswegen, also wie können wir die Nutzer hier mehr engagieren, um Klimaneutralität zu erreichen? Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir einen ganzen Blumenstrauß an Fragen. Die Stichwörter, die ich jetzt hier noch auf dem Schirm hatte, waren Frage Energieberater, Bodensteuer, Fachkräfte, Lehrpläne, die Frage von privaten institutionellen Akteuren und dem Hebel Finanzen und Dialoge und der Punkt Nutzerengagement. Da wir so langsam Richtung Ende kommen müssen, würde ich das ganz gerne einfach mit einer kurzen Schlussrunde verbinden, wo Sie sich vielleicht rausgreifen können, wo Sie jetzt noch drauf reagieren möchten. Und ich würde vielleicht mit hier einfach hier auf dieser Seite anfangen, Frau Dachhaus, und vielleicht noch die Frage mitgeben, was
für konkrete Maßnahmen Sie jetzt auch in Richtung Koalitionsverhandlungen und Berlin Sie noch den Verhandlerinnen und Verhandlern mitgeben möchten, um hier also gerade auch sozusagen die prioritären Punkte, die wir jetzt kurzfristig angehen sollen, mit reinzunehmen. Frau Dahlhaus, das ist ein bisschen herausfordernd. Ja, in der Tat, zumal ich zu den Fragen tatsächlich keine Antworten habe, weil sie nicht in mein Fachgebiet fallen, also vielleicht am ehesten noch zu den Energieberatungen, muss ich gestehen, das wundert mich, dass die Beratungen immer noch in die Richtung gehen. Ich kenne es bisher anders, aber vielleicht erkundigen Sie sich da am ehesten mal zum Beispiel bei der Architektenkammer nach guten Energieberatern, und weil das ja auch ein weites Feld, und das wäre jetzt so mein Rat. Also ein Punkt, den ich der Koalitionsverhandlungen, das hatte ich ja schon erwähnt, auf dem Weg geben möchte, ist, dass Wohnungsbaupolitik sozial und ökologisch ein langfristiges Projekt ist und eine Stadt gut beraten ist, wenn sie das auch langfristig angeht und sich da auch nicht politisch treiben lässt, sondern inhaltlich geführt ist und sich eine Expertise aneignet und die eigenen Vorgaben, die sie ausgibt, auch immer wieder evaluiert. So, also wir brauchen da eine Kontinuität, aber wir müssen auch immer wieder flexibel evaluieren, weil Wohnungsbau und Stadtentwicklung ist eben Entwicklung und man muss immer wieder auch anpassen und nachsteuern. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich mir für Berlin sehr wünschen würde, ist, dass man mal, ich sage jetzt mal, sogenannte Leitlinien, so einen Leitfaden sich überlegt. Also wie soll sich eigentlich diese Stadt weiterentwickeln? Und dann könnte man eben mit diesem Instrument oder anhand der Leitlinien mit eben diesem, sage ich mal, neuen Instrument für qualitätvollen Wohnungsbau sich entlanghangeln und auch diese Entscheidungen, die man trifft an bestimmten Stellen, entsprechend argumentieren und vermitteln. So. Und zum Beispiel, so kenne ich es vom Wohnfonds Wien, da gibt es dieses sogenannte Vier-Säulen-Prinzip, also vier Qualitätssäulen, und Projekte werden anhand dieser Qualitätssäulen bewertet. Und so eine Art Bewertungssystem würde ich mir für Berlin wünschen. Ja, vielen Dank. Und dann Herr Niederbühlichle, gerne kurz und knackig, damit wir... Ja, also wir haben schon seit langem Förderungen auch für Private, die wir anbieten, Blocksanierungen, wo ganze Wohnblocks saniert werden. Der Beitrag des privaten Vermieters ist, dass ein Drittel der Wohnungen über die Stadt Wien vermietet werden müssen und es natürlich auch eine Mietzinsobergrenze gibt über einen bestimmten Zeitraum. Wir haben jetzt neu einen Qualitätsbeirat ins Leben gerufen, auch angesiedelt beim Wohnfonds, und der Wohnfonds ist uns wirklich der große Hebel, wo wir ansetzen können, wo auch Private hier ihre Beiträge leisten müssen und eben hier diese Kriterien ganz wichtig sind. Und wir haben auch private Bürogebäude, eines zum Beispiel am Donaukanal, das beheizt und gekühlt wird mit Donauwasser, auch vollkommen innovativ. Also wir versuchen, diese Innovation auch im privaten Bereich zu fördern. Vielen Dank, Frau Gessler. Ich gehe auf den einen Punkt, den Nutzenden, noch ein. Wir haben da spannende Projekte gemacht, die unter dem Titel Energiesparlotsen, wo wir eigentlich wie Multiplikationseffekte in Siedlungen nutzten, wo jemand ausgebildet wurde und diese Erkenntnisse, was ich machen kann in meiner eigenen Wohnung, um Energie zu sparen, dann sich wie so schneeballartig in der Siedlung verbreitet haben. Da finden Sie hoffentlich etwas im Netz dazu. Und wir haben auch bei Energieforschung Zürich, einem 10-jährigen Programm von angewandter Forschung zum Thema Energie, auch verschiedene Studien gemacht, wo wir aufgezeigt haben, auch was für Effekte haben so Benutzerleitsysteme, aber eben auch in der Kombination mit Beratung, einfach als Idee für die weitere Forschung. Danke. Vielen Dank. Und Herr Mindrup. Ja, zum Thema Bodenpolitik, da empfehle ich jedem nochmal den Münchner Ratschlag für Bodenpolitik, wo wir gemeinsam mal formuliert haben, wo das eigentlich hingehen muss. Auf der Bundesebene sehe ich mit der FDP nicht die Möglichkeit, dass das noch weiter verschärft wird. Da kann ich nur Berlin empfehlen, die vorhandenen Instrumentarien, die Entwicklungsgebiete zum Beispiel, aber auch den sektoralen Bebauungsplan, den wir eingeführt haben, die besseren Vorkaufsrechte, also das, was in der letzten Wahlperiode geändert worden ist im Baugesetzbuch, dass man das intensiver nutzt und so ein bisschen auch wie Wien
aktiv handelt und auch aktiv dann eben kauft und im Grunde genommen erst kauft und dann das Bauland drauflegt und nicht umgekehrt, weil das in der Regel sehr teuer ist für die Kommune. Sehr praktisch ist da Wien, so wie ich das immer erlebt habe. Und zur Seestadt Aspern nochmal der kleine Hinweis, man hat hier nicht nur die U-Bahn gebaut, sondern man sorgt auch dafür, dass Arbeitsplätze dort entstehen, ein gemischter Stadtteil, die Schulen und die Kitas waren fertig und das Gewerbezentrum und jetzt kommen die Wohnungen. So, dann war noch die Frage offen zum Thema Nutzer. Da gibt es eine hochgradig interessante Untersuchung in München. Da haben wir städtische Wohnungsbaugesellschaften untersucht, welche Heizungen haben wir, oder welche Wohnungen haben nicht den richtigen oder welchen Energieverbrauch haben die unterschiedlichen Wohnungen nach den unterschiedlichen Energieklassen. Interessanterweise war das beste Haus das Haus, wo die Heizung ausging, wenn das Fenster auf war, auf Kipp, über eine elektronische Schaltung. Also das Thema verhaltensbedingte Einsparung darf man nicht unterschätzen. Deswegen muss man bei der CO2-Bepreisung auch irgendwie noch einen Anteil für die Mieter dabei haben, was das Verhalten angeht. Und dann war die Frage zu den Gasheizungen. Da muss man klar sagen, das Gebäudeenergiegesetz, was ja eine Zangengeburt war, ich war dabei zwischen der alten Energieeinsparverordnung, dem Erneuerbare Energien-Wärmegesetz und dem Energieeinspargesetz. Das ist ja vor dem Klimaschutzgesetz gemacht worden. Das heißt, das muss dringend angepasst werden, auch im Hinblick auf die Ziele für die Gasheizung. Und das wird kommen. Das ist vollkommen logisch, dass man dort auch zu Änderungen eben in der Konsequenz des Klimaschutzgesetzes kommen muss. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass es nicht möglich war, Photovoltaik als Erfüllungsoption im Erneuerbaren Energien-Wärmegesetz zu haben. Das ist vor 2 Jahren, haben wir das geändert. Das ging nicht. In der NF ging das, im Erneuerbaren Energiengesetz ging das nicht. Also wir kommen da zum Teil aus der energiepolitischen Steinzeit und es ist irgendwie über 10 Jahre nicht gelungen, diese Gesetze zusammenzuführen und ist vollkommen klar, der Schritt wird jetzt gehen in Richtung Elektrifizierung, in Richtung Wärmepumpen und für die Übergangszeit Wasserstoff. Das wird die nächste Regierung machen. Da bin ich optimistisch, anders als bei der Bodenpolitik und zwar auf Bundesebene. Vielen Dank. Und Frau Weiß. Ja, vielleicht noch mal zu den Nutzerinnen. Das waren ja Nichtwohngebäude, wenn ich das richtig verstanden habe bei der BIM. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn da die Verwaltungsangestellten im Grunde wenig Interesse haben. Von daher komme ich da auch zu den Digitalisierungsanwendungen. Es gibt da auch Beispiele aus den Bundesgebäuden. Also es gibt natürlich die Nutzermotivation, aber es gibt da eben dann auch die Frage von Fensteröffnung gleich Heizung ist aus oder ähnliches. Also die Frage, was man eben da auch mit digitalen und Unterstützungselementen machen kann. Dann die Frage zu den Gasheizungen. Mich wundert das nicht, dass immer noch Gasheizungen empfohlen werden. Ich höre das auch bei allen Leuten, mit denen ich rede, die irgendwie Gebäude haben oder auch bei anderen Akteuren in dem Bereich, dass sie im Grunde auch die Vorstellung, was da stattdessen sein könnte, noch gar nicht da ist, dass es nicht als etablierte Technologie wahrgenommen wird, in Bestandsgebäuden auf Wärmepumpen umzusteigen, dass in Berlin auch irgendwie durch die Problematik mit dem Grundwasser noch die große Frage ist, was kann man jenseits der Luftwärmepumpe machen? Bei der Luftwärmepumpe ist die Frage, wo steht denn das Ding? Ich weiß, Wien hat da ein schönes Projekt gemacht, wie man eben Luftwärmepumpen auch gut in Altbauquartieren unterbringen kann. Da gibt es Beispiele, aber wir stehen hier an der Schwelle, wo im Grunde wir noch an vielen Stellen bei Best-Practice-Beispielen sind, bei Einzelnen, eigentlich aber schon auf dem Weg sein müssten, wo das quasi vorgeschrieben ist und flächendeckend keine einzige Gasheizung mehr eingebaut werden kann. Also von daher denke ich auch, das ist auch das, was die neue die Bundesregierung machen muss, deutlich mehr aufzeigen, dass wir hier nicht mehr irgendwie jahrelang jetzt mit den Gasheizungen weiterkommen werden und wer sich heute eine Gasheizung einbaut, eben dann teure CO2-Kosten perspektivisch hat oder die womöglich in 15 Jahren rausreißen muss. Also dass das eben nicht mehr der Stand der Technik ist heute, nicht nur die Ölheizung. Also wie gesagt, bei Ölheizungen ist es ja noch so, dass das zwar bald nicht mehr erlaubt ist, in der Regel, aber wenn ich keinen Gasanschluss habe, dann doch. Also selbst das Ölheizungsverbot ist im Grunde kein echtes und mit der Gasheizung sind wir noch gar nicht so weit. Also da müssen wir auf jeden Fall, was die Heizungstechnologie angeht, einen ganz deutlichen Schritt vorangehen. Und das gilt natürlich dann genauso für Bauen, für Sanieren und so weiter. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass im Grunde können wir uns nicht erlauben, heute noch Gebäude zu bauen, die nicht auf dem Standard sind, der klimaneutral ist. Und was heute saniert wird, wird nicht nochmal angefasst bis 2035 oder 40, was ja die Ziele sind, die im Raum stehen für Klimaneutralität. Also ich glaube, das ist das, was in allen Koalitionsverhandlungen klar sein muss. Wir brauchen ein ganz anderes Tempo. Und das braucht dann eben auch zum Teil ordnungsrechtliche Vorgaben, die allen Akteuren klar machen oder eben auch entsprechende Preisgestaltung, die allen Akteuren klar machen, es lohnt nicht mehr, in die alten Technologien zu setzen und man braucht eben diesen Wechsel und man muss da mitmachen, im Grunde aus ökonomischen Gründen alleine schon. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind ein paar Minuten drüber schon, insofern keine ausschweifenderen Worte mehr von meiner Seite. Vielen Dank an Sie, liebe Panelistinnen und Panelisten. Vielen Dank.